Ismail Bahadir hat den Schritt gewagt und ist von der Türkei in ein fernes, fremdes Land gefahren. Bei Ismail Bahadir. Er ist der einmillionste türkische Gastarbeiter, der am Münchner Hauptbahnhof ankommt. Viele sind gekommen, um Geld zu verdienen und möglichst bald zurückzukehren. Sie sind geblieben, inzwischen in fünfter Generation. Hin und her gerissen zwischen zwei Kulturen, auf der Suche nach ihrer wahren Heimat. Unten bist du Ausländer, also Deutsch, Türke, und hier bist du Scheiß-Türke. Eine Schrebergartensiedlung in München. 300 Parzellen, akkurat gepflegt. Mittendrin das kleine Paradies der Cousinen Dennis und Eileen. Beide sind in München geboren und aufgewachsen und haben als Enkelinnen einer Gastarbeiterin türkische Wurzeln. Vor 8 Jahren bewirbt sich Dennis um einen Schrebergarten im Kleingartenverein. Sie wird freundlich aufgenommen. Und doch merkt sie, dass es gegenüber ausländisch klingenden Namen noch immer Vorbehalte gibt. Natürlich ist dann das da. Wie viele Kinder oder ist es wohl laut? Natürlich kommt es im Kopf auf, natürlich. Und ich sag dann auch immer, naja, ich habe ja auch einen ausländischen Nachnamen. Aber oft, eigentlich ist es nicht böse gemeint, oft heißt es dann, ja, aber dich kennen wir doch. Du bist eine von uns. Seit 7 Jahren ist Dennis auch im Vorstand. Die einzige mit Migrationshintergrund. Ihr Temperament hat Farbe in den früher etwas betulichen Kleingartenverein gebracht. Ich glaube schon, dass ich da einiges an Vorurteilen ausgeräumt habe. Dass die Leute dann auch nochmal sagen, die möchte ich mal kennenlernen. Wie ist der? Und wenn man ja als erstes mal die Menschen kennenlernt, dann merkt man ja auch, oh, okay, der würde oder die würde in unseren Garten passen. Und das gilt ja für beide. Jeder, der hier dabei ist, muss sich integrieren. Und jeder muss offen für andere Kulturen sein. Und ja, so funktioniert es auch. Beide Frauen arbeiten erfolgreich in ihrem Beruf. Eileen als Gymnasiallehrerin, Dennis als Büroassistentin. Die türkische Großmutter hat dabei eine wichtige Rolle gespielt. Für uns war sie ein großes Vorbild natürlich, weil sie hat uns immer motiviert, sage ich mal. Alles, was man möchte, kann man schaffen, mit viel Arbeit natürlich. Und ihr war es immer wichtig, dass sie gesagt hat, wir Frauen müssen alle auf den eigenen Beinen stehen. Und das war schon immer ihr Motto, weil sie hat eben ein sehr schweres Leben gehabt. Sie ist schon als junges Mädchen alleine nach Istanbul gekommen, hat sich da durchgekämpft, war nie auf einer Schule. 1965 beschließt die Oma von Dennis und Eileen, nach Deutschland aufzubrechen. Damals ein großes Wagnis für eine junge türkische Frau. Die Cousinen erinnern sich an ihre Erzählungen. Sie hatten dann in Istanbul das Haus und dann hat sie gesagt, oh, die suchen nach Deutschland Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Und ich werde da jetzt das probieren und ich werde da runtergehen alleine, werde arbeiten, viel Geld verdienen und dann wieder zurückkommen. Das Haus abbezahlen. Genau. Und das war ihr ursprünglicher Plan. Ein Plan, den damals viele Türkinnen und Türken hatten. 1961 leben 1,7 Millionen Menschen in der Metropole am Bosporus. Es herrscht große Arbeitslosigkeit. Wie fast überall im Land. Deutschlands boomende Wirtschaft dagegen braucht dringend Arbeitskräfte. Am 30. Oktober unterzeichnen die Regierungen beider Länder deshalb ein sogenanntes Anwerbeabkommen. Türkische Staatsangehörige dürfen nun maximal 2 Jahre in Deutschland Geld verdienen. Die Bundesanstalt für Arbeit richtet in Istanbul eine Verbindungsstelle ein. Hier geben deutsche Unternehmen ihren Bedarf an Arbeitskräften an. Der ist hoch. In den ersten 12 Jahren melden sich 2,6 Millionen Menschen. Wer nach Deutschland will, muss sich einem Gesundheitstest unterziehen und darf nicht älter als 40 Jahre alt sein.
Die, die die strengen Auflagen bestehen, steigen in einen der Sonderzüge nach München und treten eine Reise mit ungewisser Zukunft an. Die Stadt Konya in Zentralanatolien. Die Menschen hier sind seit jeher konservativ geprägt. Der Moscheebesuch am Freitag ist für die meisten Männer Pflicht. Wirtschaftlich geht es den Bewohnern nicht schlecht. In den 60er Jahren ist das noch ganz anders. Viele suchen damals vergeblich nach Arbeit, wie Ismail Bahadir. 1969 will er deshalb nach Deutschland. Es hieß, Deutschland nehme Gastarbeiter auf. Ich habe beim Arbeitsamt einen Antrag gestellt und wurde zum Test eingeladen. Dann haben sie mich nach Istanbul geschickt. Am 23.11.1969 haben wir uns mit dem Zug vom Stadtteil Sirkice aus auf den Weg gemacht. Zwei Tage später kommt er am Münchner Hauptbahnhof an und wird berühmt. Plötzlich wurde mein Name aufgerufen. Ismail Bahadir hieß es über den Lautsprecher. Ich dachte, sie rufen mich für den Anschlusszug. Als ich eilig aus dem Zug stieg, sah ich plötzlich Journalisten vor mir. Ich stellte meine Sachen ab und war umringt von Journalisten. Der Türke Ismail Bahadi, millionster ausländischer Arbeitnehmer, der von der Bundesanstalt für Arbeit aus Südosteuropa und der Türkei vermittelt wurde, traf heute zusammen mit 850 Landsleuten nach 55-stündiger Fahrt in der Landeshauptstadt ein. Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Josef Stingel, überreichte dem gelernten Dreher zur Feier des Tages ein Fernsehgerät. Den Fernseher nimmt Ismail Bahadir später in seine Heimatstadt Konya mit. 12 Jahre bleibt er mit seiner Frau in Deutschland. Von 6 Kindern kommen 5 im Gurbet, in der Fremde, wie die Türken sagen, zur Welt. Abgelehnt fühlt er sich nicht. Wohl, weil es damals noch nicht so viele Ausländer gibt, meinte er. Aber richtige Freundschaften mit Deutschen entstehen auch nicht. Mit den Deutschen pflegten wir nur auf der Arbeit eine freundschaftliche Beziehung. Aber weder wir hatten etwas mit deren Familien zu tun, noch sie mit unseren Familien. Weil es keine Einladung von den Deutschen gab, war es nun mal so, wie es war. So bleibt man sich fremd, lernt kaum die Sprache und sieht Deutschland nicht als zu Hause. Ismail Bahadir glaubt, er habe mit dem deutschen Staat noch eine Rechnung offen. Dieser schulde ihm einen Teil seiner Rente. Er schreibt einen Brief an die deutsche Botschaft in Ankara. Der 75-Jährige hofft, im Jubiläumsjahr des Anwerbeabkommens würde man sich dort mit der Forderung des 1-millionsten Gastarbeiters befassen. Wenn ich schon so ein Symbol bin, wieso gibt man mir nicht, was mir zusteht? Geld und Hoffnung auf Wohlstand. Für die Gastarbeiter der ersten Stunde Grund genug, nach Deutschland zu gehen. Die meisten waren davon überzeugt, dass sie in die Heimat zurückkehren. Ich dachte mir, was mache ich denn, wenn die Töchter älter werden und einen Deutschen oder jemanden einer anderen Nationalität heiraten? Wie soll das nur gehen? Dann kann man sich nicht regelmäßig sehen oder sie gehen ganz weg. Damit das nicht passiert, habe ich mit meiner Frau entschieden, lass uns gehen, bevor die Mädels hier das große Erwachen erleben. Ismail Bahadir ist mit seiner Rückkehr im Reinen. Er hat mit Almanya abgeschlossen. Auf die Antwort der deutschen Botschaft aber wartet er immer noch. Und das seit 5 Monaten. Lengries in Oberbayern. Eine Gemeinde im Tölzer Land. Die Menschen heimatverbunden und traditionsbewusst. Hier wohnt Gülisar Yüce. Zusammen mit ihrem Mann Hilme und ihren Eltern Nurettin und Hatice Polat. Bereits in 5. Generation leben sie nun schon in Lengries. Zur Familie gehören auch die Töchter von Gülisar und eine Enkelin. Hatice und Nurettin Polat kommen 1965 von Samsun am Schwarzen Meer nach Oberbayern. Sie wollen sich ein besseres Leben aufbauen.
Erst war mein Vater da und dann hat mein Vater Mama hergeholt mit meinem Bruder zusammen. Da durfte man damals keine zwei Kinder mitnehmen, weil die da keine Wohnung gekriegt haben. Ein Jahr später haben die mich dann geholt. Da ist Gülisar 8 Jahre alt. Die Arbeit bestimmt von da an ihr Leben. Vater Nurettin schafft als Maurer, Mutter Hatice in der Küche einer Klinik. Damals gab hier Frischzellenbehandlung Dr. Block, Sanatorium. Da hat sie angefangen. Aber die waren so nett, die waren wie eine Familie. Ganz gute Chef, Dr. Block, Frau auch. Obwohl sie kein Wort Deutsch können, alles fremd ist, die Polats fühlen sich in Bayern willkommen. Schon bei der Ankunft. Bahnhof da München. Wie er nach München ankam, da sind die alle Türken mit dem Zug hergekommen, sind nach München Bahnhof, sind mit Musik empfangen worden, dass die Türken herkommen. Ankunft Gleis 11 am Münchner Hauptbahnhof. Fast alle machen hier Zwischenstation, bevor sie auf ihre Arbeitgeber im gesamten Bundesgebiet verteilt werden. Mit dabei nur ein Koffer, ein einjähriger Arbeitsvertrag und die Hoffnung, in Deutschland genug Geld zu verdienen, um damit in der Türkei ein besseres Leben zu führen. Viele haben Heimweh. Einige reisen sofort wieder zurück. Es sind vor allem Jobs zu haben, die Deutsche nicht machen wollen. Platz gibt es wenig für die türkischen Gastarbeiter. Anfangs werden sie in Wohnheimen mit Stockbetten einquartiert. Die Sprache müssen sie sich selbst beibringen. Obwohl sie viel zum Wirtschaftswunder beitragen, bleiben sie meist isoliert, sind oft auf sich alleine gestellt, wohnen in heruntergekommenen Stadtvierteln. Später dürfen auch ihre Familien nachziehen. Die Kinder kommen in die Schule und können kein Wort Deutsch. Ein großes Problem für die zweite Generation. Auch bei den Polats in Lengries wird zu Hause nur Türkisch gesprochen. Deutsch- und Integrationskurse gibt es damals nicht. 55 Jahre ich bin hier. Aber nichts Deutsch lernen. Hier rein, hier raus. Gülisar war und ist das Bindeglied zwischen beiden Kulturen. Mit Hilfe von Heimatromanen und Lexika hat sie sich selber mühsam die deutsche Sprache beigebracht. Bis heute muss sie dolmetschen. Bei der Bank oder Ärzte oder wenn andere türkische Familien in Tölz jemand gebraucht haben, haben die mich mit 9 Jahren, mit 10 Jahren, haben die mich überall mitgenommen zum Dolmetschen. Aber ob ich richtig dolmetschert habe oder falsch, weiß ich nicht. Aber ich war natürlich besser wie die halt. Aber bin froh, dass die mich überall mitgezogen haben, weil da war ich dann auf meine Füße dann. Ich wollte alles jetzt da, also ab dann, selber machen. Ich wollte von niemandem Hilfe haben. Seit ihrer Jugend hat Gülisar immer hart gearbeitet, teilweise in 4 Jobs gleichzeitig. Sie wollte nie jemandem auf der Tasche liegen. Wir müssen arbeiten, dass wir, wie soll ich denn sagen, schuldenfrei leben können und dass wir Urlaub da, jedes Jahr unser Urlaub leisten können und dass meine Kinder das haben können, was die wollen. Damals gab es nicht wie jetzt, dass wir von Deutschen Geschenk kriegen oder das und das. Hätte ich sowieso nicht genommen, weil wir haben ja wirklich für uns selber gearbeitet, dass wir uns alles selber leisten. Mehr als 50 Jahre lebt die erste Generation nun in Deutschland. Deutlich länger als in der Türkei. Was ist für Sie Heimat? Vatan senin için neresi? Schwarzmeer. Anne. Türkei. Ich bin stolz auf mein Land und ich bin auch stolz, dass ich ein Türke bin. Ja, halt, Heimat ist Heimat. Geht aber uns alle so. Das sind 2 Welten. Wenn du in der Türkei bist, bist du Ausländer. Und wenn du hier bist, bist du genauso Ausländer. Genau, das stimmt. Unten bist du Ausländer. Also Deutsch, Türke. Und hier bist du Scheiß Türke. Doch, so haben die uns gesagt. Warum? Damals war es schlimmer, jetzt nicht. Jetzt lasse ich mir sowas nicht sagen. Aber
Wir haben schon vieles gehört. München-Haidhausen, ehemaliges Gastarbeiterviertel. 1968 kommt der Sozialarbeiter und politische Aktivist Ali Poyraz als junger Student aus der Türkei nach München. Seitdem hat sich viel verändert. Hier, das war mein Stadtviertel. Persönlich, ich habe hier in dem Haus 25 Jahre gewohnt. Viele sind im Zuge der Sanierung auch weggegangen, weil sie andere, zum Beispiel in Neuperlach, neue Wohnungen bekommen haben oder irgendwo anders, weil sie sich nicht mehr leisten konnten. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Man brauchte unsere Arbeitskraft, die was am Fließband schafft. Wir Menschen waren nicht interessant, darum blieben wir euch unbekannt. Die meisten türkischen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter sind zunächst unpolitisch und ängstlich. Sie arbeiten hart, um Geld für ihre Familie oder für ein Haus in der Heimat zu sparen. Doch irgendwann beginnen sie, sich gegen die ungleichen Löhne und Arbeitsbedingungen zu wehren. Weil Ali Poyraz die deutsche Sprache beherrscht, suchen ihn viele Landsleute auf. Mit gleichgesinnten Studenten aus der Türkei bietet er an Wochenenden Deutschkurse an, hilft bei Behördengängen. Damit beginnt ein jahrzehntelanges soziales Engagement. Früher musste man immer wieder Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis verlängern. Da hatte man auch sehr viele Mitprobleme, ja, rechtliche Fragen. Und da haben wir versucht, denen durch Ämtergang zu helfen. Und das waren echt konkrete Hilfen, die gar nichts gekostet haben. Unermüdlich kämpft Ali Poyraz für Gleichberechtigung und für mehr Anerkennung der türkischen Migranten. Am Anfang auch mit Unterstützung der Kirchen. Sein Kampf ist dabei politisch motiviert. Wir waren ja eine sozialistische Gruppe. Es ging für uns um Gleichberechtigung, Lohnerhöhung, Anerkennung in Gewerkschaften. Es war nicht so, dass die Gewerkschaften von vornherein sehr ausländerfreundlich waren. Natürlich haben sie als Mitglieder gewinnen wollen, aber klein halten wollen auch. Das war die Realität. Aber jetzt ist natürlich, ist alles viel besser geworden. Ankara, Hauptstadt der Türkei. Seit der Unterzeichnung des Anwerbeabkommens wird das Verhältnis zwischen der türkischen und der deutschen Regierung intensiver, aber auch komplizierter. Die Gastarbeiter und deren Kinder wollen die Politik in der Türkei mitgestalten. Der in Köln aufgewachsene Jurist und doppelte Staatsbürger Mustafa Yeneroğlu wird 2015 Abgeordneter der Erdogan-Partei AKP. Jahrelang ist er ein glühender Verfechter des türkischen Präsidenten. Für mich war er jemand, der in den 2000er Jahren große Errungenschaften tatsächlich geschafft hat, große auch Kämpfe erleben musste, mit einer imponierenden wirtschaftlichen Entwicklung der Türkei, die natürlich auch mit seiner politischen Führung verbunden gewesen ist. All das sind Punkte, die natürlich mir imponiert haben. Der Sohn eines Gastarbeiters kennt Erdogan seit seiner Jugend persönlich. In Deutschland verteidigt er dessen Politik. Von Ankara aus kann er dann viele Deutsch-Türken überzeugen, Erdogan zu wählen. Gleichzeitig sieht er aber als in Deutschland ausgebildeter Jurist einiges im Staate Erdogan kritisch. Zum Beispiel, wenn türkische Polizisten Bürger schlagen oder foltern. Ich habe natürlich angefangen, immer dann, wenn ich Straftaten auf den Tisch bekommen habe, Strafanzeigen zu erstellen. Was in der Türkei, jetzt stand damals, sich offenbar nicht gehörte als Mitglied der Regierungspartei. Im Laufe der Jahre wachsen bei Mustafa Yeneroğlu Zweifel an Erdogans Politik. Er ist hin und her gerissen. Immer wieder konfrontiert er den Präsidenten mit Problemen im Land. Wie Verstößen gegen die Menschenrechte.
Als ich in dem Gespräch ihm die Punkte darstellte, meinte er einmal, Mustafa, Cumhurbaşkanı'na konuştuğunu unutma. Mustafa, vergiss nicht, dass du mit dem Staatspräsidenten sprichst. Natürlich mit der Zeit habe ich gemerkt, dass dieser Gedanke bei ihm oder diese Prägung bei ihm so stark ist, dass er sich tatsächlich als ein Retter fühlt, auch mit einem Gehabe eines Sultans, die in einer modernen Demokratie so nicht möglich ist. Die Entfremdung ist nicht mehr aufzuhalten. Schließlich verlässt İnönü 2019 die AKP und wechselt zu einer wirtschaftsliberalen Partei. Jetzt warnt er die Deutsch-Türken davor, Erdogan bei Wahlen ihre Stimme zu geben. Die Entwicklung in der Türkei, Stand heute, die ist zwar schlimm, aber die könnte noch schlimmer werden. Und die könnte schon weiter in einen noch stärker faschistoiden Zustand führen, der letztendlich dem man begegnen muss, dem man eben stark begegnen muss und den man ablehnen muss. St. Anna-Gymnasium in München. Hier unterrichtet Aylin Hammerschmidt seit 13 Jahren Mathematik und Informatik. Die junge Lehrerin ist ihren Weg gegangen, selbstbewusst und ohne Vorbehalte durch die Familie. Für sie war das ganz normal. Ich habe mich tatsächlich noch nie fremd gefühlt oder anders als alle anderen Kinder. Meine Eltern, meine Oma, die haben immer schon darauf geachtet, dass wir voll integriert sind, keine Nachteile haben, uns genauso verhalten, imitieren das Verhalten, wie es hier war. Und deswegen habe ich persönlich jetzt nie verspürt, dass ich irgendwas anders machen muss oder nicht machen darf, was ich möchte. Förderung ist Aylin sehr wichtig. Vor allem will sie die unterstützen, die es besonders schwer haben. Mädchen mit Migrationshintergrund. Dabei ist sie sich ihrer Vorbildrolle bewusst. Ich bin auch Mädchenbeauftragte an der Schule. Ich mache sehr viele MINT-Förderprogramme aus dem Grund, dass es insgesamt viel zu wenige Mädchen gibt in den Bereichen. Und das nicht daran liegt, dass sie etwas nicht können, sondern es liegt daran, dass ihnen das Selbstvertrauen fehlt. Und somit fördere ich eben da gerne das Bild, dass jeder alles schaffen kann. Und ich finde es halt eben einfach super, dass ich nicht nur weiblich, sondern tatsächlich auch mit Migrationshintergrund Mädchen anspreche. Hallo! Aylin trifft ehemalige Schüler. Beide haben in Informatik Abitur gemacht, auch dank Aylins Unterstützung. Sie hat es geschafft, Interesse an dem Fach zu wecken, hat sie bis zum Abschluss immer wieder motiviert. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Einfach jeder hat seinen Bereich rausgeholt. Ich meine, wenn man es schriftlich macht, mündlich, dass du dann das einfach so schön präsentiert hast, das war echt, hat mich richtig stolz gemacht. Ja. Ich habe auch Migrationshintergrund und es war auch immer richtig cool eigentlich zu sehen, dass sie das Ganze schafft. Und Frau Hammerschmidt hatte echt einen großen Einfluss darauf, dass mich das so interessiert. Die hat mich immer mitgenommen. Und gewartet, bis sie es verstanden haben. Ali Poyraz besucht mit Serdar Yolcu den gemeinnützigen Verein AKA. Das bedeutet aktiv für interkulturellen Austausch. Serdar führt weiter, was Ali aufgebaut hat. So leitet er das Projekt Acilim, eine internationale Spielgruppe, in der mit Migrantenfamilien präventiv gearbeitet wird. Mittlerweile kommen nicht nur türkische Mütter mit ihren Kindern hierher. Ich freue mich immer, wenn ich die Kinder hier sehe, weil das eine sehr notwendige Arbeit war und ist und noch bleiben wird, weil es sind nicht nur unser ehemaliges Klientel betroffen, es sind neue Menschen hinzugekommen, die das genauso brauchen. Die Integrationsarbeit ist schwieriger geworden, sagen beide. Viele Deutsch-Türken finden Präsident Erdogan gut, schauen zu ihm auf. Mancher Deutsche sieht das eher kritisch. Missverständnisse und Kontroversen sind die Folge.
Es war natürlich schwierig, weil wir mit sehr viel intensiv mit Türken gearbeitet haben und die zu einem bestimmten Teil sehr beeinflusst vom Regime in der Türkei waren. Vereine oder Projekte, die deutschlandorientiert arbeiten, die haben es schwieriger, wieder in einen Teil der Community reinzukommen. Ich hoffe, dass wir wieder Zugang finden, wieder zusammenarbeiten können. Es geht um die Kinder, die sollen hier erfolgreich werden, in dieser Gesellschaft schaffen. Und das werden sie auch. Ja. Ali Poyraz in seinem Privatarchiv. Dokumente aus 60 Jahren finden sich hier. Das meiste stammt aus der Arbeit des von ihm mitgegründeten Vereins AKA. Material über Deutschkurse, über Feste und Kulturveranstaltungen. Und über politische Aktionen mit dem Ziel einer fairen Gleichbehandlung. Das sind Dokumente von mir, von meiner Schwester, von ein, zwei Freunden und vom AKA auch, vom Frauenbund. Alles haben wir zusammengetragen. Und ich versuche halt ein Archiv daraus zu machen, werde aber nie fertig irgendwie. Seit den frühen 70er Jahren kämpft Ali Poyraz für die Rechte der Arbeiter. Ein Ereignis, das ihn auch heute noch sehr bewegt, ist der erste Streik bei Ford. Das später vielleicht, aber das hier, das ist 73 Oktober. Es gab einen großen Streik, die von türkischen Arbeitern getragen wurde in Köln, Ford, weil sie zu spät vom Urlaub gekommen sind und ähnliche Sachen. Es ist der erste größere Arbeitskampf in der Geschichte der Bundesrepublik, bei dem türkische Arbeiter auf die Barrikaden gehen. Ein wilder Streik, ohne Ankündigung und unabhängig von den Gewerkschaften. Die Streikenden verlangen 1 Mark mehr Stundenlohn und 6 Wochen Jahresurlaub. Obwohl sie ihre Forderungen nicht durchsetzen können, geht durch die türkische Gemeinschaft ein Ruck. Wir waren auch natürlich dann Personen, als türkische Arbeiter oder Studenten, die wirklich hier nicht so sehr gemocht waren, immer wieder als Türken abgestempelt waren, uns wirklich stolz gefühlt, dass so etwas auch passiert wurde, dass die Landsleute sowas durchgezogen haben. Gülisar Yücesman Hilmi an seinem Arbeitsplatz. Zusammen mit seinem Vater kommt auch er zu Beginn der 60er Jahre nach Deutschland, um Geld zu verdienen. Da ist er 14 Jahre alt. Ich habe Straßenbau gearbeitet und zum Fenster gebaut habe ich gearbeitet. Seit 76 bin ich hier länger geblieben, bin ich da. Und nächstes Jahr sowieso Rente. Seit 1976 arbeitet Hilmi Yücel nun hier als Schweißer, 45 Jahre lang. Schon damals sind Gastarbeiter in der Firma, Italiener, Türken. Sie wurden angeworben und bringen mit Fleiß und Zuverlässigkeit den erhofften wirtschaftlichen Aufschwung. Wir haben nur gute Erfahrungen gemacht, auch meine Eltern, auch mit Integration. Der Herr Yücel ist vollkommen integriert bei uns. Er ist ja eigentlich schon nach dieser langen Zeit eigentlich schon ein Bayer, ein Lengriser. Also da gibt es überhaupt kein Thema. Anfeindungen oder Probleme mit den deutschen Kollegen gab es nie. Nur seine Mittagspause verbringt Hilmi lieber alleine. Gülisar Yücel holt mit ihren Töchtern Serpil und Sibel die 10-jährige Enkelin Simge aus der Grundschule ab. Seit Gülisar in Lengries lebt, sind alle Generationen auf diese Schule gegangen.
Sie selbst hat bittere Erinnerungen an ihre Schulzeit. Ja, mit 8 Jahren habe ich hier erste Klasse angefangen. Und ich konnte kein Wort Deutsch. Habe ich natürlich Schwierigkeiten gehabt mit Lehrerin. Was soll ich sagen? Also die war gar nicht nett. Kein Verständnis hat sie mit mir gehabt. Die hat meine Zöpfe gezogen. Die war ganz grob mit mir. Also das war eine schlimme Zeit, die erste Klasse. Und ich bin ausgelacht worden. Und haben die mir immer Gülüşah gesagt, Gülüşah gesagt. Die haben mich geärgert. Normal heiße ich Gülüşah. Und weil die mich geärgert haben, damals war Mode Renate, habe ich mich selber getauft und habe gesagt, ich heiße jetzt Renate. Und alle, die ich erste Klasse, dritte, fünfte, alle kennen mich als Renate. Abgestempelt als Außenseiter. Jahrzehntelang ändert sich offenbar wenig. Auch die Töchter Serpil und Sibel haben schwere Zeiten erlebt. Wir sind manchmal nicht wahrgenommen worden. Also wenn man unter den Schülern eigentlich mehr. Ich war eigentlich sehr still. Deswegen habe ich auch nicht viele Freunde oder Freundinnen gehabt. War ziemlich still. Du bist immer ausgeschlossen. Ist egal, wie du aussiehst, was du machst, aber du bist immer ausgeschlossen. Und es tat halt dann schon manchmal weh. Bei mir war es genauso. Ich habe mich nicht sehr oft gemeldet, weil ich mir immer dachte, spreche ich das jetzt richtig aus? Ja, genau. Werden die mich auslachen? Immer solche Gedanken habe ich gehabt und da warst du ja automatisch dann ruhig. Und du hast dich einfach wie Außenseiterin gefühlt. Aber jetzt ist es ganz anders. Also jetzt habe ich meine Schulfreundinnen wieder, die wir uns fast jeden Tag wieder treffen, Kaffee trinken. Dann erinnern wir uns halt immer, wie war es damals so. Ja, es gab halt schöne und schlechte Zeiten. Aber so im Großen und Ganzen, naja. Mittlerweile ist Toleranz als Grundlage für Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt selbstverständlich geworden. Heute nehmen die Urenkel der ersten Gastarbeiter den Schulalltag anders wahr als früher. Wie war es in der Schule? Gut. Wir hatten heute Kunst. Ich habe gute Freunde, die beleidigen mich auch nicht, weil ich Ausländerin bin. Ich finde es eigentlich ganz gut. Das heißt, du bezeichnest dich als Ausländerin, du bist ja in Deutschland geboren, oder? Ja, aber ich bezeichne mich jetzt auch nicht ganz als Ausländerin, weil ich bin ja hier in Deutschland geboren, wurde auch hier aufgewachsen und ich fühle mich auch, dass es auch meine Heimat hier ist. Das heißt, du denkst eher, dass die anderen das vielleicht denken können? Ja. Und? Wie geht's? Wie steht's? Ja, sind wir zufrieden. Was? Genau. Bitte. Inzwischen fühlen sich Gülüşah und ihre Familie in der bayerischen Wahlheimat wohl. Ihre Töchter sind angekommen, haben in Deutschland Freunde gewonnen. Doch eines belastet Gülüşah: der Umgang mit ihrer persönlichen Entscheidung, seit 10 Jahren Kopftuch zu tragen. Für sie ist das ein Zeichen, ihre Religiosität nach außen sichtbar zu machen. Seitdem ich Kopftuch auf habe, diejenigen, die von der Schule, die Schulfreundinnen und so, den ich sehe, die sind ganz anders wie früher. Weißt, die grüßen mich nicht, die schauen mich ganz komisch an, so zurückhaltend und ob ich ein anderer Mensch wäre. So war ich früher. Also ich habe es nicht direkt erkannt. Ich habe gesagt, hä, wer ist das? Und dann, wo sie es halt gesagt hat, dass sie es ist, war ich schon geschockt, wo ich es zum ersten Mal. Wieso sehe ich so hässlich aus? Nein, sondern halt. Ich werde nicht darauf kommen, dass sie früher gar kein Kopftuch hätte. Ja, du kennst sie nur mit Kopftuch. Ja. Ja. Die deutsche Botschaftsschule in Ankara. Mustafa Yenarolus Kinder werden hier nach deutschem Lehrplan unterrichtet. Wichtig dabei, kritisches Denken und Hinterfragen. Auch nach 5 Jahren hat Sohn Yusuf keine besonderen Gefühle für das Land seiner Vorfahren entwickelt. Für ihn ist seine Heimat Köln, dort, wo Freunde und Verwandte leben.
Natürlich ist es die Heimat von meinen Eltern, natürlich ist es die Heimat von meinen Großeltern, aber bis auf die Sprache und die einige kulturelle Faktoren würde ich mich nicht hier heimatlich fühlen. Nein. Jeden Sommer besuchen die Neurolos Köln. Für Yusuf die schönste Zeit des Jahres. Seine deutsch-türkischen Freunde dagegen beneiden ihn um sein Leben in der Türkei. Es ist ja so, diejenigen, die das sagen, die sind ja hier meistens nur zum Urlaub. Und die, würde ich schon sagen, haben eine romantische Vorstellung von der Türkei. So habe ich auch am Anfang gedacht, als wir vor allem hier hingezogen sind. Aber das hat sich dann mit der Zeit vor allem, also es hat sich nicht bewahrheitet. In den vergangenen 20 Jahren sind zahlreiche Kinder und Enkel der ersten Gastarbeiter voller Hoffnung zurückgekehrt. Einige stellen dann fest, dass der Alltag im Sehnsuchtsland Türkei anders ist, als sie geträumt haben. Auch Yine Rulus Frau Gülay. Drüben ist normal meine Familie, meine Eltern, meine Freunde. Und die fehlen halt hier. Und man ist eben hier mit seiner Kernfamilie alleine und einsam. Und das Gefühl ist halt der Grund, warum man immer wieder irgendwie zurück möchte und zu seiner Familie nach Deutschland. Und plötzlich merkt man, wie sehr einen das Leben in Deutschland geprägt hat. Gülay Narulu hadert bisweilen mit dem türkischen Lebensstil. Dieser Chaos, der hier in der Türkei herrscht, also Verkehrsregeln, ganz einfach. Schon allein, dass man an der roten Ampel wirklich hält. Da hupt schon der Hintere und sagt, warum bleibst du stehen? Also ich glaube, diese Struktur, diese Ordnung, die ich mir angeeignet habe, die fehlt mir hier einfach. Das Ehepaar Yenarolu ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Die Eltern haben großen Wert darauf gelegt, dass sie sich in der Schule anstrengen. Die Möglichkeiten waren letztendlich für alle da, aber Ausländer, die daran kommen wollten, die mussten entsprechend viel mehr kämpfen als andere. Man hat einem nichts geschenkt. Manchmal hat Mustafa Yenarolus Vater überlegt, in die Türkei zurückzukehren. Etwa nach dem rechtsextremen Brandanschlag in Solingen 1993. Damals wurden zwei junge Frauen und drei kleine Mädchen ermordet. Solingen war bei uns um die Ecke und wir kannten die Familie, weil die Familie Verwandte bei uns in der nächsten Nachbarschaft hatte, sodass wir die Kinder auch kannten. Und das war natürlich ein riesengroßes Drama und das hat dann auch gesessen und das war über die Jahre prägend. In solchen Situationen wird die Türkei als Option dann immer groß geschrieben. Und dennoch, die 60 Jahre seit Unterzeichnung des Anwerbeabkommens sind eine Erfolgsgeschichte, findet Mustafa Yenarolu. Er habe deshalb nicht nur eine Heimat. Gülisar Yüce beim Packen. Bald geht es los in die Türkei. 6 Wochen Sommerurlaub. Gepackt wird nicht nur für sich selbst, auch Geschenke sind wichtig. Für Nachbarn oder wenn ich Besuch bekomme, dass ich nicht ohne was zu geben wegschicke. Oder für uns auch zum Essen dabei, ist alles durcheinander halt. Masken, Tabletten, Schokolade, Eiskaffee. Und Haufen Geschenke halt, Blutdruckgerät und oder Rotlicht, obwohl unten auch gibt, aber trotzdem, Geschenk ist Geschenk. Freust du dich denn auf die Türkei jetzt? Sehr, sehr. Ich möchte die Tage nicht zählen anfangen, sonst vergeht die Tage nicht. Natürlich, und wie? Heimat. Ich liebe meine Heimat. Und was ist Lenkries? Ist meine zweite Heimat, liebe ich auch. Muss ich ehrlich sagen, liebe ich auch. Weil mein ganzes Leben habe ich hier verbracht. Und ich bin immer noch da. Ist schon ein Unterschied. 8 Jahre und 55 Jahre ist schon ein großer Unterschied. Ja.
Endlich ist es soweit. Die Yücses sind im Land ihrer Vorfahren angekommen. Mit dabei Tochter Sibel und Enkelin Simge. Lange haben sie sich auf den Urlaub gefreut. Ist jetzt alles besser? Manches scheint zumindest leichter. Die Sprache ist meine Sprache, Religion ist meine Religion. Wenn ich Fehler mache, lacht mich keiner aus. Ich kann dann mit Kopftuch rumlaufen, überall wie ich will. Keiner lacht mich aus. Aber in Deutschland muss ich mich, was soll ich denn anziehen? Was soll ich denn machen, dass die Deutschen mich nicht anschauen und auslachen? So lebe ich in Deutschland, obwohl ich aufgewachsen bin in Deutschland. Die Türkei, ein Sehnsuchtsort. Das gilt auch für Sibel. Hier kann sie abschalten, den Alltag in Deutschland zurücklassen. Von Türkei habe ich eigentlich nicht viel, nur wenn wir halt Urlaub kommen und so. Aber trotzdem, Deutschland und Türkei ist eine gleiche Ebene für mich. In einem Jahr wollte das Ehepaar Yücel ganz in die Türkei zurückkehren. Dann, wenn Hilme in Rente geht. Das war zumindest der Plan. Klar, eines Tages komme ich zurück nach Türkei. Ganz. Aber wann, weiß man nicht. Wir sind ja unten in Deutschland fünfte Generation. Ja, also fünfte Generation. So einfach ist nicht. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, danke schön, bitte schön, auf Wiedersehen, tschüss. Wie viele sind die Yücses hin und her gerissen zwischen beiden Ländern? Auch nach bald 60 Jahren. Im Kleingartenverein von Dennis und Aileen wird gefeiert. Mit bayerischem Bier und türkischen Spezialitäten. Wo ist meine Heimat? Diese Frage stellt sich den beiden jungen Frauen gar nicht. Die Antwort ist eindeutig. Für mich ist meine Heimat München, ganz klar. War es auch schon immer. Und die Türkei ist für mich eine zweite Heimat, kann man sagen. Also ich bin Istanbul und meiner Familie dort schon auch verbunden. Es war immer wieder ein Zurückkommen, aber es war mit Urlaub verbunden. Also es war nie so, dass ich mir gedacht habe, das ist meine Heimat. Bei mir ist es genauso, weil halt alles, was mit dem wahren Leben, Job, wie gesagt, als gebürtige Münchnerin sowieso, dich verbindet halt alles hier. Die Wurzeln sind halt definitiv in München. Ich bin nicht so groß, ich bin von Niederbayern. Nein. Zu Hause ist man da, wo es jetzt ist, gell? Genau so ist es. Also groß. Schöne Fenster.